Ja, hallo und herzlich willkommen im Fasterlandstübchen nach dem atemberaubenden Regionalligaspiel zwischen SG Wattenscheid 09 und dem KFC Uerdingen. Endstand, wie gesehen, 3:3. Die Torschützen 0:1, Christopher Schorch in der 15. Minute, 1:1, Nico Buchmeier 20. 1:2, Lukas Musculus 30. Minute, 2:2, Joe Moyamba 53. 2:3, Lukas Musculus 57. Und den Endstand von Jeffrey Holmes gab es in der 78. Minute. Gesehen haben das Spiel 944 Zuschauer. Dann begrüße ich die beiden Trainer, zu meiner rechten Gästetrainer Michael Wiesinger und zu meiner linken Farhad Toku. Und dann würde ich den Gästetrainer bitten, einen Kommentar zum Spiel abzugeben. Ja, hallo zusammen. Im ersten Moment jetzt nach dem Abpfiff war ich natürlich schon enttäuscht, weil ich denke, wenn man auswärts dreimal führt oder in Führung geht, dann sollten wir in der Lage sein, das Ding 12 Minuten zumindest über die Zeit zu arbeiten. Ja, wir hatten da auch kurz vor Schluss nochmal eine riesen Chance zum 4:2 und ich glaube, dann ist das Ding ja gegessen. Damit, von Anfang an ein bisschen sorglos verteidigt. Das war mir schon nach 15 Minuten so ein bisschen ein Dorn im Auge. Ich fand, es war ein sehr intensives Spiel, sehr, sehr abwechslungsreiches Spiel. Aber auch viele Fehler defensiv auf beiden Seiten, muss ich sagen, sehr unterschiedlich. Mal hatten wir mehr Ballbesitz. Gerade nach der Halbzeit war Wattenscheid besser im Ballbesitz. Da haben sie uns eigentlich schon dominiert. Meine Mannschaft ist da unerklärlicherweise viel zu tief gestanden. Da hatten wir kaum eine Entlastung. Wobei es dafür eigentlich keinen Grund gab. Wir sind gut in die Halbzeit gekommen. Aber das Problem halt war, dass wir gerade letzte Konsequenz, letztes eigenes Drittel für mich, wie gesagt, zu sorgsam waren. Dann haben wir 3 Treffer hier kassiert. Ich bleib dabei, wenn du auswärts 3 Tore machst, noch dazu in Wattenscheid, dann musst du hier mit 3 Punkten wegfahren. Der Gegner hat natürlich nie aufgesteckt, immer gefährlich natürlich. Nummer 9 vorne, sehr guter Spieler, sehr schwer zu fassen, hat viele Situationen vorbereitet, viele wichtige Zweikämpfe auch gewonnen, da konnte man nicht im Griff kriegen heute, hat uns schwer getan. Ja, von daher bleibt man dann schlicht ein Punkt übrig für uns, gesagt trotzdem in Wattenscheid was zu holen, ist auf der anderen Seite nicht so ganz einfach, ist eine gute Mannschaft hier, klarer Plan, gute Mentalität, auch nicht zu gewinnen, ist auch nicht so einfach. Von daher nehme ich den Punkt jetzt mit, sage aber trotzdem, wenn wir hier dreimal führen, dann bleibe ich dabei, dann muss das Spiel einfach gewinnen. Ich wünsche den Kollegen natürlich weiterhin alles Gute und viel Erfolg in der Rückserie und ja, vielen Dank, Herr Wiesinger. Und Fahrrad, dann hätte ich gerne gewusst, wie du das Spiel gesehen hast. Ja, hallo erstmal zusammen. Ich glaube, wenn man aus der Vorbereitung kommt, weiß man nie so richtig, wo man steht. Testspiel und Wettkampf ist dann auch nochmal was anderes. Ich denke, die Zuschauer, die auch vom Fernsehen waren, ich denke, da haben sie ein gutes Spiel gesehen. Natürlich, wir als Trainer sind da nicht immer meist zufrieden, wenn man 3 Gegentore kriegt, wenn man 3 Tore schießt, umso schöner. Ich glaube, wenn man dreimal zurückliegt gegen KFC Uerdingen und dreimal so zurückkommt, ich glaube, da kann ich meinen Jungs noch riesen Lob aussprechen. Vor allen Dingen, weil wir noch nie aufgesteckt haben, auch in der Halbzeit gesagt haben, wir bleiben weiter dran. Und wenn wir aus der Halbzeit rauskommen, die ersten 10, 15 Minuten werden entscheidend sein, wir einen riesen Druck aufbauen, haben wir auch geschafft. Ich denke, haben wir auch folgerichtig das 2:2 gemacht. Ich denke, das 1:0, wenn ich zurückgucke, war ein bisschen ärgerlich, Standard, dass wir den Standardtor reinkriegen. Da hat der Jeff leider etwas gepennt, schießt dann aber auch ein wunderschönes 1:1 gut herausgespielt. Ich glaube, dann gab es die knifflige Situation, wo der Schiedsrichter meiner Meinung nach auch selber pfeifen können, weil der Jeff vor dran war, pfeift er nicht. Kriegen wir leider das 2:1, schießen aber dann auch wieder das 2:2 und so ist das Spiel eigentlich, glaube ich, auch gerecht ausgegangen mit einem Unentschieden. Ich kann nur den Punkt von meiner Mannschaft ziehen, weil sie wirklich nie aufgesteckt haben und gerade auch auf dem Boden ist es nicht immer einfach. Und diesmal ging es halt gut. Schöner wäre es, wenn wir mal führen würden, dann hätte ich mal gesehen, wie die KFC dann auch reagiert. Wäre halt schöner gewesen, aber nicht desto trotz. 3:3 überragendes Ergebnis gegen einen sehr starken Gegner. Ich kann da nur zufrieden sein, auch gerade wenn es das erste Spiel war. Danke. Vielen Dank, Fahrrad. Gibt es von den Pressevertretern Fragen an die beiden Trainer? Das ist nicht der Fall. Dann verweise ich auf die nächsten beiden Spiele der SG 09. Wenn der Wettergott will, am nächsten Donnerstag um 19.30 Uhr das NABU-Spiel gegen die U23 von Borussia Dortmund. Und am nächsten Sonntag gastieren wir bei der U21 von 1. FC Köln. Danke Ihnen und einen guten Hausweg für die